ja? Und soll eine gute Demo. Wir werden Miethaie nehmen. Das ist auch echt klasse. Wir sammeln nämlich die Miethaie hier. Das kommt ja da. Schaut dem Tiger ins Auge. Super schön geworden. Klasse, Hai. Allerdings, das alte Thema immer noch brisant. Und die Farm ist auch sehr wichtig. Gerade für das Doppel. Ja, es ist mein Fahrrad. So, mal sehen, ob ich hier reinpasse. So, und hier ist die Percussion Band. Ich bin schon gut, dass ich das Baby hier mit habe bei dem Metal. Berlin ist eine Mieterstadt. In Berlin jede Großstadt ist eine Mieterstadt. Da geht es dann lang, ne? Gentrifizierung hat hier einer geschrieben. Das sagt er auch. Juppisierung, Gentrifizierung, Mafiaisierung. In der Reihenfolge war es. Ja, die haben jetzt erstmal sich ein bisschen eingeheizt mit ihren brasilianischen Rhythmen, um dann in die nächsten 5 Kilometer hier lang zu gehen. Und wahrscheinlich wird man dann auch bei einigen Immobilien hören, man in der Friedrichstraße anhalten und dort nochmal später. Die Leute wissen ja, warum sie hier sind. Alles Mieter und es kann jeden treffen. Die Immobilienblase im nächsten. Na, dann mal demonstrieren. Spreeufer! Ja. Ihr habt den geilsten Hai! Danke, das ist eine mutige Aktion. Mieter, ich bin gleich weiter. Mieter finden sie als Häftling oder so. Aber Spreeufer statt Seeufer, ist doch logisch, Spreeufer! On this manifestation with hanging this message out of his window. Very good.
Styroporblock. Auch nicht schlecht, ne? Mauerblümchen. Das Mauerblümchen-Festival war ein bisschen weiter, aber im Springerpark, das, wo jetzt das neue gigantische Gebäude entsteht, war das Mauerblümchen-Festival. Jetzt gibt es hier das Mauerblümchen. Sieht nett aus. Okay, bin ich zum Shoppen. Okay. Ja, es ist, was auffällt auf der Demo, sind sehr viele sehr persönlich betroffene Menschen auch, die vorhin getrommelt haben von oben. Man merkt hier auf der Demo tatsächlich die Hilflosigkeit vieler Menschen, die nicht mehr auskommen. Ja, mit dem, was sie auf der Arbeit verdienen. Und aus der Verzweiflung ziehen sie dann noch einen reingewürgt von den Bonzen. Um das Wort mal wieder zu sagen. 50 Jahre 68. Ja, also wir haben Berlin Wall. Hans Wall hat ja auch eine Demo. Das ist doch mal eine öffentliche städtische Werbung. Es ist nicht toll, dass so eine große Demo den Leuten auch Mut gibt, wenn sie vereinzelt sind in ihrem Daily Struggle, in ihren täglichen Kämpfen, im Existenzcamp. Ja, endlich ist der Frühling hier eingekehrt. Und insofern könnte man praktisch davon reden, nach 1968, nicht genau 50 Jahre danach, haben Demos auch einen therapeutischen Charakter. Also ich meine natürlich sowieso, ja, die Menschen gehen wieder raus aus den Wohnungen auf die Straße. Das war immer schon das Phänomen. Leute, reiht euch ein, ihr könnt die Nächsten sein, könnte man sozusagen hier skandieren. Und Probleme sind ja alle nicht neu, aber sie wurden eben verschärft. Und das ist das, was man hier auch überall auf den Transparenten lesen kann. Das Gefühl, das berühmte Bauchgefühl der Bevölkerung. Benutzt diese Telefonzelle, also sie braucht. Hey, ich hab die Räume gehört. Deine Wohnung hier unten steht, der ist sehr nett. Weiß jemand was? Liebe Dinosaurierinnen und Dinosaurier, die Geigen hängen tiefer. Aber wollen wir wirklich einfach bedingungslos aussterben? Ist der Spinner auf Kot verlangt für unsere Fußstapfen Eintrittsgelder, die wir uns selber gar nicht mehr leisten können? Liebe Dinosaurierinnen und Dinosaurier, Wir brauchen Meister, Wasser, Ekelhaft, Taucher, sind ihre Sacker.
Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Wohnung klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Wohnung klaut. Mietendemos gehen in Europa. Kommunikationspunkt, also mein Wort dazu. Demo, echt!